Wie gut ist das Essen in der Charabahn? Willkommen zu diesem Video. Wir steigen gleich in einen ICE, fahren 2,5 Stunden in die eine Richtung und 2,5 Stunden wieder zurück, denn wir werden alles testen, was es im Bordbistro gibt. Also. Okay, krass. Das letzte Mal. Wir haben ja letztens gesehen, der eine, unser Japan-Bruder, der diesen Zug gefahren ist für 400 Euro oder so, wo der Dosen-Ravioli mit Pennerwurst bekommen hat. Ich bin mal gespannt, wie das hier, aber diese Oreo und Snickers nicht anschnacken, ne? Los geht's. Wir müssen nach Stuttgart heute, ne? 11:11 Uhr, ne? Ja. Ja. Als Kölner, ne? Sind die Jacken ja schon los, ne? Weißt du, welches Gleis? Keine Ahnung. Ne? Gleis 11. 11:11 Uhr, Gleis 11. Alter. Bro, wie kölsch will ein Zug sein? Also laut Recherche gibt es wirklich crazy viel Essen im ICE, ne? Ich bin in meinem Leben sehr oft ICE gefahren. Also eine Zeit lang bin ich sehr oft ICE gefahren. ICE, geil, ja, aber ich habe noch nie in meinem Leben in ICE gegessen, Digga. Ich fand immer die Leute, die im ICE essen, ich fand, das waren immer so reiche Leute, die bei der Bild arbeiten. Bordrestaurant. So, Freunde, angekommen im Bordrestaurant. Hoffentlich kriegen wir auch einen Platz. Morgen, alles gut. Meine Hände sind nass. Alles klar? Danke bei euch. Auch noch nie jemanden Hand gegeben, Digga. Irgendwie komisch, Digga. Auch danke schön. Wir sitzen, wir haben Platz und verdammte Scheiße, Mann. Und hier ist die Speisekarte. So, Freunde, langsam aber sicher sind wir angekommen und wir werfen mal gemeinsam einen Blick in die... Der hat einen geilen Jogginganzug, ja? Der Jogginganzug gefällt mir, Digga. Speisekarte. Unser Ziel heute ist im Prinzip alles zu bestellen. Da bin ich gespannt, was es aktuell so gibt. Früher war das relativ überschaubar, aber ich sehe hier schon, es gibt zum Beispiel besondere Winterangebote. Schweinegulasch und Spätzle mit... Boah, lecker Schweinegulasch mit Schweinebraten und Schweineschwein. Amsbräu Edelhell. Ich glaube, das ist eher was für später. Da kriegt man so ein schönes Bierchen mit so einem winterlichen Gulasch. Dann gibt es Ofenbrot, Kartoffelwürsing-Eintopf. Okay, ich glaube, wir fangen einfach mal beim Frühstück an. Also ich weiß nicht, ob das jeder auf dem Schirm hat, dass man so viel essen kann in so einem ICE. Wir haben ein französisches Frühstück mit Croissant, Brötchen. Ich hasse diese Penner-Nutella-Packung, Digga. Butter, Nutella, Honig, Konfitüre. Ein herzhaftes Frühstück auch mit Brötchen. Ein vegetarisches Käse-Omelett. Ein veganes Porridge mit Blaubeeren. Ein veganes Porridge-Apfel-Zimt, veganes Topping-Haselnuss-Cashew kann man noch oben drauf machen. Geil. Also ich glaube, wir bestellen die beiden Porridges, das Käse-Omelett und das französische Frühstück. Let's go. Es sieht Real Talk irgendwie viel zu krass aus. Also es hat sich wirklich was getan, habe ich das Gefühl, hier so im Bordbistro. Also ich wusste, das wird cool heute, aber ich dachte, wir hätten viel weniger zu essen. Deshalb hoffe ich, wir kriegen das auch alles geschafft. Aber wie geil. Wir sitzen jetzt hier, machen es uns gemütlich und bestellen unser Frühstück. Die beiden Porridges gerne. Dann ein Käse-Omelett und einmal das französische Frühstück. Ich würde noch einen Cappuccino dazu nehmen. Der glaubt nicht, dass wir das alles essen. Und wir sind gerade beim Frühstück. Also es gibt wirklich so viel. Es wird eine Challenge heute auf jeden Fall. Und Eric meinte, der macht heute die Diät. Ich so, Bro, ich brauche dich heute. Es geht nicht. Ich bin gespannt, wie funktioniert denn Currywurst, Pommes? Die haben ja da keine Fritteuse. Du kannst ja nicht, wenn der Zug wackelt, eine Fritteuse betreiben. Ach so, ja, stimmt. Gemüse, Curry, Gemüse. Ja, stimmt. Bolognese. Ich glaube, es wird ein bisschen schwer, heute wirklich alles zu essen, aber wir essen viel. So viel sei gesagt. Was habt ihr alles? Ihr habt hier einen Backofen, was noch? Wir haben zweimal das Thema, Backofen, einmal Mikrowelle, einmal Kaffeemaschine, ganz moderne Kaffeemaschine auch noch dazu. Richtige Zapfanlage fürs Bier. Wir sind in Deutschland, ne? Ja, genau. Das sind die Pommes? Das sind die Pommes. Die probieren wir nachher auch mal. Jawohl, sehr gerne. Die Sachen hier in der Karte sehen ja auch alle wunderschön aus. Ja. Da bin ich auch sehr gespannt. Klar, man kommt nie an die Produktfotos ran. Okay, Heißluft-Dings, ja, Ofen oder Dings. Es gibt doch diese Fritteuse-Dings-Maschine, diese eine Fritteuse-Maschine, die aber nicht frittiert, sondern so Heißluft drin macht. Aber ob die so gut aussehen und dann auch noch so gut schmecken? Da bin ich hier. Airfryer, danke dir. Noch nicht ganz sicher, aber schauen wir mal. Dankeschön. Irgendwie nice, ne? Man hat so eine richtig schöne Tasse. Wir sind ja jetzt gerade Business Class geflogen, ne? Ja. Und für die Business Class zahlst du ja unendlich viel Geld, ne? Ja. Wenn du da fliegen willst. Da zahlst du bei einem Langstreckenflug immer vierstellig. Hier hast du auch so dieses Premium-Reisegefühl so ein bisschen. Jetzt gucken wir mal, wie es essen wird. Alles gerne auf den Tisch. Wir sortieren das gleich. Dankeschön. Oh, wow. Danke sehr. Hör mal, das sieht richtig gut aus. Guck mal bitte den Anschnitt noch an. Ja. Sieht schon saftig aus, ne? Das sieht richtig gut aus. Vielen Dank. Danke sehr. Wow, Leute, das ist unsere Ausbeute fürs Frühstück. Wir haben hier das Blaubeer-Porridge, dann haben wir das Apfel-Zimt-Porridge, ein Käse-Omelett, eine kleine Brötchenauswahl, die auch, Alter, die sind warm und knusprig. Ja, der hat die frisch gebacken. Das ist krasser als Business Class jetzt schon. Crazy. Und hierzu kann man sich dann immer noch zum Porridge so ein kleines Topping bestellen. Wir können unsere Porridges hier einfach frisch toppen. Also ohne Witz, ich bin jetzt schon sehr positiv überrascht. Ich meine, wir essen hier mit WMF-Geschirr. Alter. Das ist einfach krank. Irgendwie hat das echt was Besonderes. Und falls ihr euch gerade denkt, dass wir irgendwie super positiv
positiv reden. Wir mussten Tickets kaufen, wir haben einzig und alleine Drehgenehmigungen eingeholt. Also wir berichten 100% ehrlich. Käse Omelett. Lecker. Ein käsiges Omelett. Dieses Brot, ich glaube, man kann es nicht sehen, aber es dampft sogar noch. Einfach ein frisches Brötchen dazu. Aufbackbrötchen, klar. Aber Digga, Aufbackbrötchen mache ich mir auch zu Hause. Mhm. Richtig käsig, fluffig. Finde ich auch ehrlich gesagt besser als das, was wir im Flugzeug hatten. Das können wir wirklich perfekt vergleichen. Ja. Apfelzimt-Porridge, wow. Mit einem schönen Topping. Ich frage mich, wie die das machen. Auch so einfach, ich glaube, alles ist aufwärmen. Bro, oder? Aber Porridge, jeder Bodybuilder weiß, Mikrowellen-Porridge ist ein Ding. Lässt sich super vorbereiten, ja. Auch. Gib ihm. Okay, das ist jetzt komisch. Das ist kalt. Die anderen Sachen waren jetzt alle warm. Und das Apfel-Zimt-Porridge ist komplett kalt. Also das erinnert mich so ein bisschen an so einen Milchreis. Ja. Milchreis. Okay. Sind da auch Apfelstücke mit drin? Ich glaube, kleine einzelne Apfelstücke hast du. Probier mal den Bums. Bin gespannt. Schmeckt lecker. So schmeckt es 8 von 10, finde ich. Wenn es warm wäre, wirklich 10 von 10. Ja, das stimmt. Sehr lecker. Weiter geht's mit dem Blaubeer-Porridge. Ich persönlich liebe ja alles, was mit Blaubeeren zu tun hat. Und das hat wirklich eine sehr, sehr kräftige Farbe. Ich habe noch nie in meinem Leben Porridge gegessen, ja. Ich bin gerade fasziniert. Ich bin wie so ein Höhlenmensch, der das erste Mal Feuer sieht. Probieren wir mal. Auch geil. Aber ich glaube, Apfelzimt ist einfach unmatched. Ja. Das ist einfach ungeschlagen. Wenn das schon 8,5 ist, ist das eine 7. Wenn wir jetzt schon einem eine Note geben, dem Omelett, ne, ist halt so wie so ein richtig durchgebratenes Omelett, ne, was so an der Außenhaut schon so richtig so leicht trocken ist. Das mögen Leute aber auch. Ich finde es auch nicht schlecht. Für mich ist das... İşte zengin yemeği, Digga. Biz anlamayız öyle zengin yemeklerden, Digga. Sogar das Beste von den drei Sachen, 8,5. Was ich halt jetzt gerade übelst geil finde, ist, wie schön und ausgewogen man hier frühstücken kann. Das hätte ich wirklich einfach nicht erwartet. Du kannst ja alles essen. Ja. Wir haben hier noch ein warmes Croissant-Brötchen, hier noch ein Körnerbrötchen. Dazu einfach ein bisschen Konfitüre. Ich glaube, ich bin Fan davon, dass die so viel einkaufen von den Sachen, die verwenden. Es wäre niemals so gut, wenn die alles Eigenproduktion hätten. Ich bin gespannt, wie es schmeckt. Gut, was willst du hier mit frisch aufgebackten Backwaren? Machen die auch obviously nicht selber. Das ist jetzt auch kein Croissant aus... Obviously, Willi. Aus irgendeiner französischen Epi. Es schmeckt aber schon krass. Ich hinterfrage mich gerade wirklich selbst. Ne? Wir lassen uns immer extra auf Sachen ein, wenn wir Videos machen. Ne? Dann bist du viel begeisterungsfähiger für alles. Aber ich finde das gerade so geil. Ich finde das so cool gerade. Ja. Ich denke mir so, wieso sitzt du nicht jedes Mal, wenn du irgendwo hin musst, hier und isst das einfach alles. Ja. Wir blicken übelst schlecht auf Deutsche Bahn. Alle haben Abfuck auf Deutsche Bahn. Ja. Aber wenn du so aus dem Ausland kommst, hierher kommst und diese Experience hast, geil. Du feierst das. Ja. Und das Krasse ist, dass ich finde, dass die Preise auch wirklich fair sind. Wir haben 4 Gerichte, ein französisches Frühstück, 2 Porridges, das Käse-Omelett bestellt und insgesamt 31,60 Euro gezahlt. Und dafür werden 2 Leute auf jeden Fall satt. Wir aber auf jeden Fall nicht, deshalb bestellen wir uns was Neues zu essen. Es ist Zeit zu essen. So, wir gehen jetzt in die Snacks rein. Wir nehmen bitte einmal die Currywurst-Pommes, dann das Schinken-Käse-Baguette und einmal den veganen Flammkuchen Elsässer-Art. Das wird mit die spannendste Kategorie, auch wegen diesen Pommes einfach. Ne? Man muss wirklich sagen, es gibt unfassbar viel veganes Angebot auch. Also die Porridges waren zum Beispiel vegan beim Frühstück. Es gibt vegane Flammkuchen, es gibt vegane Currywurst, es gibt veganes Chicken. Da muss man echt sagen, das ist ziemlich stabil, also es ist preiswert. Bruder, was haben die Veganen damals gemacht, ja? Warum ist vegan so berühmt geworden? Ich habe das Gefühl, so, ich erinnere mich an meine Schulzeit jetzt. In meiner Schulzeit gab es da Veganer, Bruder? Was haben die damals gemacht, Digga? Es gibt eine Vielfalt. Schauen wir mal, was uns erwartet. Jetzt sind wir in der Snacks-Kategorie angekommen. Ich bin wirklich gespannt, wie diese Currywurst schmeckt und vor allem, wie diese Pommes sind. Dann haben wir einen Veganer. Einer sagt alles wegen Unge. Er hat Trend gesetzt. Veganen Elsässer Flammkuchen, das ist veganer Speck oben drauf. Aber diese Flammkuchen sieht ein bisschen Dings aus, ja. Darf nicht. Und ein Schinken-Käse-Baguette. Ich probiere als allererstes mal. Oh, die Currywurst sieht sehr stark aus. Ich sag dir ehrlich, Digga. Den Flammkuchen. Wir haben gerade beim Frühstück schon. Oh, diese Currywurst-Pommes, Junge. Junge, Alter. Wir haben gesagt bekommen, ob das nicht zu viel ist für uns. Wir sind jetzt gerade. Wir laufen gerade erst warm. Los geht's. So viel besser, als er aussieht. Knusprig. Geiler Schmandgeschmack. Geil. Viel besser, als er aussieht. Das ist auch in 3 Bissen weg. Sehr lecker. Nummer 1 ist weg. Wir machen jetzt einen Test. Und zwar, ob diese Pommes hier knusprig sind. Ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen. Aber ich nehme mir mal eine, die eigentlich knusprig sein müsste. Ne? So eine kleine. Ja, also ein Hauch von Knusprigkeit ist da. Hm, okay, das geht eigentlich. Also ich finde es überraschend gut, dafür, dass es Realtap aus der Mikrowelle ist. Also auf einer Pommes-Skala ist das auf jeden Fall untere Mitte, würde ich sagen. Also wenn so eine geile, knusprig frittierte, dreimal frittierte Goldies-Pommes oder so eine belgische Pommes eine 10 ist, ist das eine 4. Aber man isst es auch in einem Zug. Probieren wir mal die Currywurst. Let's try. Hm.
Nee. Ich habe das auf der Karte gesehen und dachte mir, boah, wie krass ist das jetzt gerade? Currywurst, Pommes im Zug. Aber es war auch zu schön, um wahr zu sein. Ich finde die Currywurst nicht so gut, ich finde die Pommes... Ja, okay. ...Pommes nicht so gut. Ich glaube, da gibt es bessere Sachen, die man sich bestellen kann. Ja, stark, stark. Endlich mal eine, so eine ehrliche Dings, Digga. Hat mich schon ein bisschen abgefuckt, dass er alles so gefeiert hat, sage ich dir ehrlich. Aber das hier war mein absoluter Klassiker, immer wenn ich nach Berlin gefahren bin, früher als ich klein war. Das Käse-Schinken-Baguette. Es sieht wirklich nicht so appetitlich aus, ne? So mit diesem Schinken, der so ein bisschen in Mitleidenschaft gekommen ist, in diesem Intensivbackofen. Das war jedes Mal geil. Ich habe mich jedes Mal gefreut, wenn ich das geholt habe. Deshalb, let's try. Du hast einerseits so einen Schmelzkäse, aber du hast andererseits Frischkäse-Senfsoße in der Mitte. Und ich merke, dass da auf jeden Fall ein guter Faktor Nostalgie dabei ist, dass ich das so lecker finde. Ich feiere es aber einfach. Ist schon geil, ne? Mhm. Die drei Gerichte haben zusammen wieder, ich finde, nur 19,20 Euro gekostet. Die Currywurst 9,50 Euro. Ich finde, da bist du mit den anderen Sachen besser beraten. Wir müssen jetzt gleich umsteigen, wieder zurückfahren und dann geht's rein in die nächste Kategorie. Gleis 9, komm! Bahnhöfe sind mystische Orte. Du befindest dich für einen kurzen Zeitpunkt mit Personen verschiedener Herkunft und verschiedener Destinationen an einem Ort und euch verbindet, dass ihr ein Ziel habt. Aber ihr werdet euch vielleicht nie wieder sehen. Unser Bruder hat einfach Fantasie gemacht, Lan. Fantasie. Darüber muss ich jetzt erstmal nachdenken. Sehr gut. Es fühlt sich jetzt wirklich schon so ein bisschen heimisch an. Ja. Vor allem, weil wir genau den gleichen Platz wieder haben. So, wir sind angekommen im neuen Zug und jetzt wird es Zeit, die Hauptgerichte zu erkunden. Und Leute, es gibt schon wieder 10 verschiedene Hauptgerichte. 8 Stück auf der festen Karte und 2 Stück in der saisonalen Karte. Wir müssen die Fusilli mit Bolognese bestellen, weil das ist wieder so ein Ding, das kann eigentlich nicht richtig gut funktionieren. Ja. Weil die Nudeln werden ja auch nicht frisch gekocht. Deshalb bin ich sehr gespannt, wie die sind. Und was ich gerne testen möchte aus dem saisonalen Menü, den Schweinegulasch mit Spätzle. Wir haben noch einiges zu testen. Darf man sagen, dass das alles jetzt nicht so spektakulär aussieht? Na, die Hauptgerichte werden, glaube ich, eine kleine Herausforderung. Ich mische hier einmal ein bisschen unsere Fusilli mit Bolognese durch. Ich meine, dann muss man schon sagen, ich finde, da ist auch ordentlich Soße drauf und so. Sieht schon nicht verkehrt aus, ne? Hier sind wir bei 12,20. Hier sind wir bei 15,50 mit einem 15,50 Euro lang. Bierchen noch mit dazu. Der Salat. Aha, lecker Bier, kühles Blondes. Salat 97, auch wieder vegan übrigens. Ich glaube, die besten Deals findet man nicht bei den Hauptgerichten. Probier jetzt aber einfach mal die Nudeln. Let's try. Es schmeckt so ein bisschen nach Babyglas. So dieser Garpunkt von der Nudel, davor haben Italiener nachts Angst. Fehlt halt von allem ein bisschen was, ne? Italiener Angst. Soße schmeckt nicht so stark, Nudeln haben keinen Biss. Ist eine 5 von 10. Wenn Pasta Poesia eine 10 ist, ist das eine 5. Cheers. Das macht mir jetzt aber auch Lust auf einen schönen Gulasch. Darauf bin ich gespannt, weil ich glaube, so Spätzle zum Warmmachen funktionieren viel besser als so normale Nudeln warm zu machen. Ich glaube auch, funktionieren wirklich viel besser. Haben so ein bisschen mehr Biss, so dieses teigige, knödelartige. Und der Gulasch geht auch echt klar. Also ist wirklich nicht verkehrt. Das schmeckt echt gut. Ich finde, es sieht nicht so gut aus, ne? Mhm. Aber es schmeckt wirklich lecker. Mhm. Wenn du dem Ganzen jetzt eine Note geben müsstest. Würde ich ihm, glaube ich, sogar auch eine 8 von 10 geben. Somit die beste heute. Es schmeckt auch wirklich winterlich. Kommen wir jetzt zum versteckten Star des Tages. Vielleicht. Hier ist der vegane Nudelsalat. Wir probieren auf jeden Fall mal. Du machst so ein bisschen schön, so wie bei Antipasti, so ein bisschen Paprika. Oh nee, Alter, ja. Sieht mir gar nicht sympathisch aus, Digga. Mit drin und so. Sieht echt gut aus. Ich glaube, ein paar Kaper noch mit dabei. Probieren wir. Ich glaube, der ist sehr würzig. Voll. Richtig gut. Ohne Witz. Ich finde, Nudelsalat kalt schmeckt auch einfach immer richtig gut. Der darf auch so richtig so Kühlschrank kalt sein. Mm. Das ist auch so ein Ding, so, da willst du nicht aufhören zu essen. Das ist so ein Schaufelgericht. Mm. So immer weiter schaufeln. Das ist auch eine 8 von 10, würde ich sagen. Eine gute. Auch hier, wenn man satt werden will, mit 97 der beste Deal. Keine Frage. So, wir haben jetzt einmal die gesamte Speisekarte durch. Wir haben 4 verschiedene Frühstücksvariationen getestet. 3 verschiedene Snacks, 3 Hauptgerichte und ich bin wirklich randvoll. Ich war wirklich überrascht, wie gut und wie vielseitig das Essensangebot hier in der Bahn ist. Wir haben gerade noch mit dem Personal hier gesprochen und der hat uns erzählt, dass das früher noch mal eine Schippe krasser war, weil da wurde noch frisch gekocht hier drüben in der Küche. So, klar ist alles jetzt aufgewärmt und zusammengestellt, aber ich finde es trotzdem qualitativ echt gut. Falls ihr darauf Lust habt, dass wir noch ein bisschen... Ich sag euch ehrlich, das Video hat mir gezeigt, dass ich auf jeden Fall niemals in meinem Leben in der Deutschen Bahn essen werde, Digga. Sogar wenn ich Hardcore-Hunger habe, würde ich ein Snickers essen, kaufen da oder so. Also ich hatte mal richtig Hunger. Warte mal, doch. Ich hatte mal Hardcore-Hunger und ich hatte 5 Stunden Fahrt. Dann habe ich mir Cola oder Apfelschorle mit Brezel gekauft, glaube ich. So was einfach nur Dings, weißt du, nicht diese Fantasie, Bruder, das ist... Quatsch, Digga. Bitte hör auf, das gut zu reden, Bruder. Das ist doch voll Essenverschwendung, Digga.
Stell dir vor, guck mal, du musst dir überlegen, jedes Mal den Hunger, den du hast. Es gibt zwei Hungerarten. Einmal den Hunger zu stillen und einmal den Hunger zu genießen. Und wenn du jetzt unterwegs bist, dann achtest du nur darauf, den Hunger zu stillen. Aber unterwegs den Hunger zu genießen, Tafnis, Digga. Das ist also in einer deutschen Bahn Hunger genießen? Nee, Digga. Dann achte ich lieber darauf, dass ich einfach meinen Hunger stille. Und dann, weil du musst dir, stell dir vor, du genießt den Hunger in der Bahn und dann bist du angekommen in Berlin und in Berlin gibt es so vieles schönes Essen und dann hast du keinen Hunger auf dieses ganze schönes Essen. Weißt du, was ich meine? Deswegen still einfach kurz deinen Hunger, warte ab bis dein Ziel und dann ist da richtig schön genießen. An Leon. Ich hoffe, die Reaction hat euch gefallen. Wenn euch die Reaction gefallen hat, dann abonniert einfach Mert Abi Live-Kanal. Das ist der Kanal, den du gerade guckst, denn die Statistiken sagen, dass über 73,2% meine Videos gucken, aber mich nicht abonnieren. Das stimmt eigentlich gar nicht. Ich habe das nur erfunden, weil jeder zweite YouTuber das sagt. Mich juckt es gar nicht, ob ihr mich abonniert, ihr gerade. Guckt einfach meine Videos, weil durch Abos kriege ich eh kein Geld. Ich kriege nur Geld durch Klicks. Deshalb guckt einfach meine Videos, abonniert mich nicht. Salam alaikum.